Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Save Tower, good morning. Delta Mike, Echo Mike Zulu. Delta Echo Zulu, good morning. Good morning, sir. Delta Mike, Echo Mike Zulu, formation with Delta Mike Golf Tango Zulu. Type of aircraft CT Charlie Tango POB 2. On parking position 4-2 at the fuel station behind the helicopter. VFR to Echo Sierra Mike Hotel. No flight plan. Please leaving via West and Uvic to the south. Request taxi. So your call sign again and the call sign of your wingman. Call sign of the wingman is Delta Mike Golf Tango Zulu. Type of this aircraft is Zulu 602 POB2. Copy, leave control zone via Uvic 1500 feet or below, squawk 7000. Delta Mike Echo Mike Zulu, we leave via Western Uvic 1500 or below to the south. Delta Mike Zulu, QNH now 1030 and wind is 020 degrees, 4 knots. Taxi to holding point, it's Bravo enough for you to depart from the runway. Delta Mike Echo Mike Zulu, formation Bravo is okay. Taxi to holding point Bravo and report ready for departure as 2. Delta Mike Echo Mike Zulu, formation will taxi to taxi holding point Bravo, next report ready for departure. So, und was steht heute auf dem Programm? Wir erwägen, auf Bornholm zu bleiben. Aber die Suche nach 4 Zimmern ist im Sommer und an exponierten Wochenenden ziemlich aussichtslos. So ist es also mal wieder Lübeck geworden. Nun sitzen wir also heute Morgen nach einem sehr schönen Spaziergang und Abendessen in Göteborgs Innenstadt wieder gut gelaunt im Cockpit. Der Tower Säve hat nicht allzu viel zu tun, in seinem Luftraum ist im Moment nur wenig Verkehr unterwegs, also tut er, was wir erwartet und auch requestet hatten, nämlich uns die Genehmigung aussprechen, mit einem großen Linksturn über dem Alvefjord der Küstenlinie nach Süden zu folgen. Der kontrollierte Airport Halmstad macht heute keinen Flugbetrieb, so können wir mit unserem Streckenlotsen des schwedischen Fluginformationsdienstes auch durch diese Kontrollzone fliegen. In Höganäs gelandet, werden wir von einigen Piloten und Vereinsmitgliedern wie Freunde empfangen, die sich lange nicht mehr haben sehen lassen. Eine sehr schöne Erfahrung. Nach 2 Stunden geht's weiter. Besonders die enge Stelle zwischen Helsingør und Helsingborg weckt lang verschollene Erinnerungen. Sind wir doch früher schon oft diese winzige Strecke mit der Autofähre von Dänemark nach Schweden übergesetzt. Vorbei an Landskrona und Malmö landen wir auf dem winzig kleinen Flugplatz Vellinge. Der Anflug liegt über dem Meer und ist deshalb besonders reizvoll. Allerdings haben wir satte 12 Knoten Crosswind, was die Landung zu einer kleinen Herausforderung macht. 2 freundliche Piloten verschaffen uns Zugang zum Vereinsheim und statten uns mit etwas Wassernachschub aus. Und dann geht's nach Bornholm. Zunächst an der schwedischen Küste nach Osten und dann an der kürzesten Stelle hinüber auf die Insel.
Der Tower hat jede Menge Verkehr. Er schickt uns zunächst direkt zum Platz, korrigiert dann aber kurze Zeit später seine Anordnung und lässt uns übers Meer direkt in den Endanflug fliegen. Nach einer ausführlichen Besichtigung des Airports, dessen Bezahlprozess man erst einmal verstehen muss, was aber nach einem kurzen Telefonat mit dem Tower auch geklappt hat, fliegen wir zurück nach Deutschland. Der Flug in größerer Höhe über Rügen und die mecklenburgische Küste, immer dem nahenden Sonnenuntergang entgegen, ist dann auch das letzte fliegerische Highlight auf unserer kleinen Rundreise durch Dänemark und den Süden Schwedens. Ein wie immer sehr schöner Abend an der Innentrave dieser altehrwürdigen Hansestadt, unweit vom Holstentor, beendet dann auch unsere Reise. Der Heimflug ins Rheinland am anderen Morgen ist dann nur noch Formsache. Die schwedischen Schärengärten, über die wir hier nun hinwegfliegen, zeichnen sich durch ihre fantastischen Landschaften, ihre unberührte Natur und ihre kaum besiedelten Inselchen aus. Mit über 220.000 Inseln ist Schweden das inselreichste Land der Welt. Zumindest habe ich das so gelesen. Delta Mike Echo Mike Zulu Formation. Our intention is to proceed flying along the coastline. So I would go to Tower Halmstad to crossing CTR and then come back to you. Delta Mike Zulu, yeah, it's up to you. They are closed now, but if you like to call the Halmstad radio, you can do that or maintain here. It's up to you. Okay, very good. Then I will stay here. No problem. Sehr gut. Ja. Wenn der E-Closed ist, kommen wir doch durch. Genau. Dann 36 Kilometer Da haben wir nichts von gelesen, dass der Closed ist. Continue to TP12. Also, 37 Kilo. FM. Müsste doch hier stehen, oder? 37 Kilo. Ah, dann 37 Kilo. Coolback soon. They are calling me now. 37 Kilo. They know 37 Kilo. Hoganess Radio, good day, Delta Mike Echo Mike Zulu. Mike Echo Mike Zulu at the Hoganess Radio, so please repeat. Delta Mike Echo Mike Zulu, formation with Delta Mike Golf Tango Zulu, close behind me. VFR from Echo Sierra Golf Papa. Current position is 5 minutes north of your airfield for landing, please. Mike Zulu, this is Hurricanes. We have runway 32 in use, and you have to report your intentions. Report downwind, report base, report final. Delta Mike Echo Mike Zulu, that's correct. I will report every part of the traffic pattern. Yes, because we have the traffic in the area and I want to know, you know. Report base, downwind base and final, please. Thank you.
Delta Mike Echo Mike Zulu, Wilco will report downwind phase and final for runway 32. Delta Mike Echo Mike Zulu, just in the moment entering your traffic pattern, right downwind runway 32. Delta Mike Golf, Tango Zulu entering right downwind runway 32. Delta Mike Zulu turning right base 32. Delta Mike Zulu turning final 32. Delta Mike Golf, Tango Zulu turning right base 32, number one inside. Wer dem Funkverkehr aufmerksam zugehört hat, wird dasselbe gedacht haben wie wir im Cockpit. Oh, die sind aber aufmerksam und vorsichtig. Gleich zweimal bitten sie uns, jeden Platzrundenabschnitt und jede Änderung zu melden. Eine für uns eigentlich völlig selbstverständliche Vorgehensweise, die wir ohnehin an jedem Platz verfolgen, nicht nur im Ausland. Und vielleicht haben sie hier ja schlechte Erfahrungen gemacht. So bemühen wir uns, es perfekt hinzubekommen. Und nach dieser eher vorsichtigen ersten Kommunikation sind wir überrascht, wie es weitergeht. Statt vorsichtiger Distanz, die ich erwartet hatte, kommen hier gleich mehrere Vereinsmitglieder nach draußen und begrüßen uns freundschaftlich. Ob wir etwas zu essen oder zu trinken möchten und wo wir herkommen, von Göteborg? Wow! Wir sind ganz überrascht, dass sie überrascht sind. Jedenfalls fühlen wir uns hier auf Anhieb sehr wohl. Das Ambiente könnte für einen Fliegerclub kaum schöner sein. Wir nehmen das Angebot von Getränken gegen ein geringes Entgelt an und quatschen über dies und das. Auch unsere Flieger sind für einige Piloten sehr interessant. So ist es kein Wunder, dass im Nu 2 Stunden vorbei sind. Wir verabschieden uns wie von Freunden und nehmen das nächste Leck in Angriff. Das nun auf dem Plan stehende Ziel ist nur 45 Minuten entfernt. Der kleine Flugplatz Vellinge zwischen Malmö und Trelleborg. Das hier ist die vorhin bereits erwähnte schmale Stelle von nicht einmal 4 Kilometern zwischen Helsingør, Dänemark und Helsingborg, Schweden. Diese Fährverbindung habe ich in den 90er Jahren mit der Familie etliche Male auf dem Weg in den Norden genutzt. Damals gab es nämlich noch keine Landverbindung zwischen Dänemark und Schweden und man war deshalb auf eine Fähre angewiesen. Diese hier war die kürzeste und damit auch schnellste Verbindung zwischen Dänemark und Schweden. Die Landverbindung in Form der gleich auf uns zukommenden Öresundbrücke wurde Ende der 90er gebaut und ist erst seit Juli 2000 in Betrieb. Wir werden gleich einen sehr schönen Blick auf dieses Viadukt haben. Dieses Hochhaus hier ist The Turning Torso, also etwa der drehende Rumpf. Mit seiner Höhe von 190 Metern ist das Gebäude der zweithöchste Wolkenkratzer Skandinaviens und das vierthöchste Wohngebäude in Europa. Es gilt seit seiner Erstellung in 2005
zusammen mit der Öresundbrücke als das neue Wahrzeichen von Malmö. Hier in Willinge halten wir uns nicht lange auf. Wir plaudern ein wenig mit zwei Leuten aus dem Verein, bezahlen unsere Landungen und machen uns dann gleich wieder auf den Weg. Es geht nun nach Bornholm. Vermutlich meine vorerst letzte dänische Insel, denn einige der kleineren Inseln in der dänischen Südsee hatte ich ja schon in 2022 besucht. Hier oben in der Ecke und in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Ob es nun der letzte oder der vorletzte Flugabschnitt des Tages wird, wissen wir noch nicht. Aber die Chance auf 4 Zimmer auf der Insel Bornholm ist gering. Also rechnen wir damit, noch weiter fliegen zu müssen.
Bevor wir nun das Flughafengelände verlassen, checken wir noch einmal die Zimmersituation hier auf der Insel. Es gibt leider keine adäquaten Angebote. Auf der Insel können wir also nicht bleiben. Was tun? Wir schauen als erstes nach den Schließungszeiten der nächstgelegenen Flugplätze in Deutschland, also Rügen, Rostock und Stralsund. Es ist aber bereits später Nachmittag, das wird alles ein wenig knapp. Da kommt mit Lübeck die entscheidende Idee. Denn der Airport Lübeck hat bis 21 Uhr Flugbetrieb. Das verschafft uns nun den entscheidenden Freiraum, dass wir keine Eile an den Tag legen müssen. Ein Anruf im Tower Lübeck reicht aus, um uns anzukündigen und nun in aller Ruhe und ohne Stress den Airport Bornholm zu erkunden. Jetzt noch eben die Flugpläne feilen und eine Stunde später sitzen wir wieder im Cockpit, bereit, das letzte Leck des Tages in Angriff zu nehmen. Über die Ostsee nach Rügen und dann die mecklenburgische Küste entlang bis nach Lübeck. So, jetzt sind wir, nichts falsch machen, jetzt sind wir am Delta. Vorne ist Alpha, sieht man schon. Genau, geht genau schräg rechts dann hin. Ja. Ah, da steht auch noch ein Schild. Ja, einfach da so. Genau. Delta Mike Echo Mike Zulu, position is taxi holding point Alpha, runway 11, ready for departure. Delta Mike Zulu formation, you can depart in formation, no problem. Wind 060 degrees, 15 knots, runway 11, clear takeoff. Delta Mike Echo Mike Zulu formation, runway 11, clear takeoff. Zig Knoten, ganz ordentlich. Ja.
Und nun sind wir in Lübeck. Als erstes schnell die 4 Zimmer buchen, die wir uns schon zurechtgelegt hatten. Auch ein Taxi ist schnell bestellt. Und ganz nebenbei stellen wir fest, dass hier eine nette Anzahl neuer Flughafengebäude errichtet wird. Aus dem Provinzflugplatz wird nun doch noch ein kleiner Regional-Airport. Ein kurzer Fußmarsch in die Innenstadt und der Besuch des Holstentors als Lübecks Wahrzeichen sowie der ehemaligen Salzspeicher an der Trave leiten einen, wie man sieht, vergnüglichen Abend ein, der mein erstes Schwedenabenteuer gebührend beendet. Und eines ist nach dieser kurzen Stippvisite Schwedens ohnehin klar. Hier war ich nicht das letzte Mal. Fest eingebrannt in meine zukünftige Fliegeragenda sind nun auch weitere Teile Schwedens, etwa die großen Seen oder die Inseln Öland und Gotland. Mal sehen, was 2024 bringt.